Was ist Bleaching? Also was ist ein Bleaching? Ich bin Zahnarzt, wie Sie vermutlich wissen, wenn Sie sich ein paar meiner Videos angesehen haben. Deswegen werde ich übers Zähne bleachen, Zähne bleichen reden. Bleaching kann man sich generell alles. Man kann sich seine Haare aufhellen. Man findet im Internet auch zum Beispiel ein Analbleaching, also man kann sich auch seine Ritze bleachen, oder ein Genitalbleaching. Ist besonders jetzt in der USA modern. Ich beschränke mich jetzt einmal aufs Zähneaufhellen. Was ist das? Was wird da gemacht? Beim Zähnebleachen werden Zahnverfärbungen, die sich also im Laufe des Lebens einlagern, anlagern in den Zahnschmelz, werden wieder herausgelöst, herausverdaut, herauszersetzt, egal welche Worthülse Sie hierfür verwenden. Und der Zahn nimmt seine ursprüngliche Farbe wieder an oder wird also im idealsten Fall wieder heller. Es gibt verschiedene Formen des Bleachens und man unterscheidet so grob das Home Bleaching und das Office Bleaching. Zwei englische Ausdrücke, das eine heißt einfach beim Zahnarzt oder halt in einem speziellen Studio und das andere zu Hause. Was ist der Unterschied? In der Regel keiner. Man verwendet meistens bei beiden Carbamidperoxid, das ist eine Form von Wasserstoffperoxid. Es ist länger oder besser haltbar. Manche Zahnärzte verwenden direkt Wasserstoffperoxid, das ist ein bisschen instabiler. Der Zahnarzt verwendet höherprozentige Konzentrationen, also bis zu 40%. Oder für den Hausgebrauch kriegt man also nur niederprozentige Lösungen. Die Bleaching-Substanzen, die man für den Hausgebrauch bekommt, muss man, oder da trägt man keinen Zahnfleischschutz auf. Der Zahnarzt trägt, weil er eben mit höheren Konzentrationen arbeitet, üblicherweise einen Zahnfleischschutz auf und auch einen Zahnhalsschutz. Was kann man bleachen? Man kann also im Prinzip kann man alles bleachen. Natürlich können, wenn jetzt künstliche Kronen eingefärbt sind durch Kaffee, Tee, Rotwein, dann werden die natürlich auch bis zu einem gewissen Grad aufgehellt. Wirklich gut, je nachdem wie rau die Keramik ist, also wie gut sich da Unreinheiten einlagern konnten, können Keramiken dann auch ein wenig aufgehellt werden. Am besten funktioniert das aber beim eigenen Zahn. Und wenn jetzt jemand eine größere Sanierung plant, also eine Frontzahnsanierung zum Beispiel, dann empfiehlt es sich also vorab ein Bleaching zu machen und danach eben die Kronen, die Farbwahl beim Techniker zu machen. Also zuerst Bleachen und dann Farbwahl, was ja logisch ist, weil dann passt der Techniker die Farbe der Kronen an die Zahnfarbe an, wie es einmal war. Was kann nämlich passieren, wenn Sie das nach einer technischen Versorgung machen? Dann kann passieren, dass Ihre Zähne heller werden, die Kronen oder Brücken aber nicht heller werden, weil die wurden ja vom Techniker an die ursprüngliche Verfärbung angepasst. Wie wird das Bleaching nun gemacht? Also beim Home Bleaching ist es relativ einfach, da hat man meistens so vorkonfektionierte Kunststoffschienen, in die trägt man dieses Gel auf oder ein und lässt es dann eine Zeit lang im Mund wirken. Wichtig ist, die Herstellerangaben beachten, also nicht übertreiben, weil sonst kann es auch da zu Zahnhals-, Zahnfleischreizungen führen. Beim Zahnarzt oder in einem Dentalkosmetikstudio rennt es ein bisschen professioneller ab. Da wird einmal das Zahnfleisch und die Zahnhälse abgedeckt. Es werden natürlich alle Füllungen gecheckt, denn es sollten keine undichten Füllungen vorliegen, auch kein Karies, weil das kann starke Zahnschmerzen verursachen. Zudem wird geschaut, ob es irgendwelche Verfärbungen gibt, Maleolen oder Whitespots, die man ebenfalls dann mit so einer flüssigen Gummischicht abdeckt, damit das Ergebnis dann nicht irgendwie fleckig ist. Und dann wird eben das Bleaching Gel aufgetragen, häufig mehrmals, zwei, dreimal, manchmal auch nur lokal in gewissen Bereichen, zum Beispiel zwischen den Interdentalräumen.
wird's dann ein paar Mal aufgetragen, bis man eben das entsprechende oder gewünschte Ergebnis erreicht. Die ganze Prozedur ist nicht schmerzhaft, es ist halt ein bisschen unangenehm, weil im Mund ein bisschen herumgepopelt wird, es muss gut trockengelegt werden. Schmerzen hat man aber in der Regel keine während der Prozedur. Manchmal findet man auch immer, oder nicht manchmal, sondern wenn man im Web recherchiert, dann findet man häufig so Laserbleaching-Methoden. Das ist ein Schmorren, was wird hierbei gemacht? Beim Laserbleaching wird dem Patienten gesagt, dass das Bleachingmittel aktiviert wird. Das ist ein Unsinn, es wird gar nichts aktiviert, sondern der Zahn wird nur getrocknet. Und durch diese Austrocknung wirkt der Zahn ein bisschen heller, also er wirkt mattiger, weißer. Das Problem ist, dass der Zahn die Feuchtigkeit nach 2-3 Tagen wieder aufnimmt durch das feuchte Mundmilieu, das heißt, er dunkelt ein wenig nach. Durch diese extreme Überhitzung mittels des Lasers oder mit dieser Halogenlampen kann aber der Zahnnerv getötet werden. Das wiederum freut den Endodontologen, also den Wurzelbehandlungsspezialisten, denn der kriegt regelmäßig Patienten, die sich also mit so einem Laser- oder Halogenlampenbleaching die Zähne aufhellen haben lassen, zu Wurzelbehandlungen. Deswegen ist ein Laser- oder ein Halogenlampenbleaching nicht zu empfehlen. Das ist eigentlich obsolet. Also in der Dentalkosmetik, in der Scientific Community weiß man also, dass das ein Schmoren ist. Das Bleaching an sich ist ungefährlich, wird es vernünftig ausgeführt, sprich das Zahnfleisch geschützt, liegen keine undichten Füllungen vor, kein Karies, dann steht einem Bleaching nichts im Wege. Sie können sich ein Video zu dem Thema ansehen, wenn Sie auf checkdent.com gehen, können Sie Bleaching eingeben und sehen dann ein Video übers Zähnebleichen. Es gibt dann auch noch ein sogenanntes internes Bleaching, das ist nichts anderes, als dass der Zahn nicht von außen, sondern von innen aufgehellt wird. Das zahlt sich aus bei Zähnen, das kann man nur bei Zähnen machen, die wurzelbehandelt sind, in der Regel schlecht wurzelbehandelt sind, weil dann verfärben sie meistens. Die kann man dann von innen her aufhellen. Wenn man das macht, muss man natürlich die Ursache wieder behandeln, also zuerst die schlechte Wurzelbehandlung erneuern durch eine dichte Wurzelbehandlung und danach den Zahn aufhellen, ist eh logisch, ne? Weil sonst verfärbt es in ein paar Monaten, Jahren wiederum. Ja, das wäre so zum Bleaching, zu den Preisen des Bleachings, das variiert. Da würde ich einfach immer vor Ort fragen. 200 bis 800 Euro, also man findet da verschiedenste Angebote. Nebenwirkungen vielleicht noch, was gibt es für Nebenwirkungen? Die Zahnhälse können kurzfristig empfindlich sein. Es kann also kalt warm, das Zahnfleisch ein bisschen irritiert sein. Wichtig ist ganz normal gute Mundhygiene weiterhin und die Tage nach dem Bleaching sollte man schauen, dass man also stark einfärbende Substanzen meidet, weil es da sonst wieder schneller zu Einfärbungen kommt. So, das war jetzt mein E-Mail-Programm und ich hoffe, Sie haben jetzt einiges erfahren zum Thema Bleaching. Alles Gute!